Ja, wie gesagt, ich mag Pinguine gerne und weil im Englischen heißt es ja Penguin und Peng wegen Schießen und so und ich früher viel oder gerne Shooter gespielt habe, was ich eigentlich immer noch gerne mache, fand ich das ganz passend. Und ich war nicht besonders kreativ damals, als die PS3 rausgekommen ist. Da habe ich mir fast gedacht, ja. So. Das ist soweit okay. Nochmal was futtern. Weiter geht's. Was ist da los? Warum ist da so viel Gras? Was geht hier ab? Was geht beim Lulis ab? Alles klar bei dir? Wie er sich eine Schermaschine extra gemacht hat. Super gut. Hier hinten übrigens könnt ihr auch das Schwimmbad weiterbauen. Wer möchte hier quasi. Das wäre ganz gut. So. Na komm rein. Ist klar. Auch ganz nett hier mit dem Gras und so jetzt. Können Sie mal schön futtern. Jetzt hätte ich hier die Dinger gebrauchen können. Die Körner für die Hühner. Ah, okay, super. Dankeschön. Super schön. Hat Luis sehr gut gemacht. Eine große Hilfe, was das angeht. Da können wir uns schön wieder Wolle organisieren. Brauchen natürlich auch noch mehr Glas. Haben wir denn noch Sand? Wir haben genug Sand da, um noch mehr Glas zu machen. Genau, die kleine Burg, in Anführungszeichen. Da hast du recht, die ist ja gar nicht so klein. Ist ja doch relativ groß geworden. Aber es ist alles irgendwie groß geworden. Wir haben so ziemlich kleine Untergeschosse gemacht, irgendwie. Und dadurch wächst alles irgendwie in die Höhe. Am Ende haben wir hier riesige Hochhäuser oder was weiß ich. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Gibt hier ja doch das ein oder andere Haus. Wir können uns hier ja grundsätzlich mal ansehen. Und das hier ist natürlich auch, also Fernseher und so weiter, die sind ganz groß im Kommen im Moment. Fast jedes Haus hat seinen eigenen. Hier hat es angefangen. Riesiges Wohnzimmer. Ist eigentlich auch ganz cool gemacht hier mit dem Tisch. Jetzt hier natürlich auch noch hoch zum Dachgarten. Und man darf halt nicht vergessen, dass es ja alles hier die Community baut bei uns. Und ich hier herzlich wenig mit zu tun habe. Außer den paar Sachen, die ich aufgebaut habe. So, Haus von Hedekind. Das ist leider weggesprengt worden teilweise. Das ist halt so schade, dadurch, dass wir nur begrenzte Anzahl an Plätzen haben, dass dann, wenn sowas passiert, gleich hier dauerhafte Schäden entstehen. Da kann ich helfen. So. Gib mir Essen, Ba, 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 du. ba. Jetzt können wir hier weiterbauen. You can't join at the moment because my friend list is already full and also is the server already full. So. Das ist in Ordnung. Wollte ich nicht noch. Ich bin an meinem Haus vorbeigelaufen und habe den blöden Sand nicht in Glas schmelzen lassen. Ja, ne? Finde ich eigentlich auch.
Ich habe mir nämlich überlegt, das ist so Richtung Bauhausarchitektur soll das werden. So ein bisschen hier unten dann noch so ein bisschen grün mit Garten eventuell rein. Ich denke, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil das Problem, was ich im Moment mit dem Replay Dorf habe, ist einfach, das ist so viereckig, also rein viereckig. Essen. So, my name is Penguin's Legacy. It's my peace and name. So, weiter geht's. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Haus vorbeigelaufen. Bist die ganze Zeit am Labern? Denkst nicht drüber nach? Läufst durch die Botanik? Essen. Gibt's ja gar nicht. So. Das ist in Ordnung. Jetzt können wir hier auch wunderbar weiter Glas schmelzen. Haben wir eigentlich auch noch ordentlich was. Jetzt gehen wir mal gucken, dass wir hier noch mehr Wolle organisiert bekommen. Bitte. Das Eins Gute an noch. der Wolle ist halt, es wächst immer wieder nach. Das ist eine ganz nette Angelegenheit. So. Diamanten, komm her. Ich sterbe, gib mir Essen. Ja, Essen könnt ihr euch doch organisieren. Ich meine, guckt euch mal hier das alles an. Da könnt ihr locker Gib Brot mal draus Essen, ich machen. sterbe. Das ist doch kein Ding. Also Essen dürfte hier genug sein. Gib mir Essen, ich sterbe. Kannst du nicht. Außerdem verhungern kannst du Ja. nicht. Weil du kannst hier nicht an Verhungern sterben. Das habe ich ja so eingestellt. Du gehst zwar ganz schön runter, aber du stirbst nicht an Verhungern. Du bleibst dann halt bei einem Herzchen stehen. Wie sie hier die Eier legen, ey. Wie die kleinen Eierlegmaschinen. So, was haben wir denn hier? Zwei Eier. Das ist okay. Leider kein Huhn bei rumgekommen. Muss mal kurz einen Überblick verschaffen. Das hat mir jetzt 17 Wolle gebracht, dass wir hin und her rennen. Ist echt nicht schlecht. Brauchen unbedingt mehr Wolle. Na, wie geht's? Servus. Was ist das denn? Ah, Kohle. Super, danke für die Kohle. Die kann ich unbedingt gebrauchen. Und das da, was ist das? Glaube ich, sag zu dir, oder was? Warum kriege ich die nicht rein? Gucken wir mal. Tatsache. Dankeschön. Da war jemand schön am Meinen. Wie sie nur hier hinten in die Ecke ihre Eier legen. Und wahrscheinlich Angst vor den ganzen anderen Tieren. So kommt es mir vor. Schmeißen wir auch nochmal hin. Weiter geht's, weiter geht's. 27 Wolle. Ich denke, das ist ganz gut. Wie viel werden wir brauchen? Ich schätze so, dass wir 60 ungefähr brauchen werden, bis wir da zu einem ordentlichen Ergebnis kommen. Ah, super. Immer wenn sie was fressen, wächst die Wolle nach. So viel habe ich schon gelernt. Natürlich kann halt jeder mitspielen. Jeder hat die gleiche Chance auf einen der 7 Plätze hier im Spiel. Ist ja leider begrenzt bei der PS3-Version. Einfach mich adden im PSN, Penguins Legacy, und dann nehme ich euch an, sobald ich kann. Und ihr könnt mir natürlich joinen. Nur im Moment geht es gerade nicht. Also Anfragen könnt ihr stellen, aber joinen könnt ihr nicht. Und ich kann sie nicht annehmen, weil ich kann es nur von der PS4 aus machen. PS3-Friendless ist leider voll. So. Können wir auch schön hier EP natürlich.
Servus. Ah, Glas, danke. Dankeschön. Basti, du bist der Beste. Was ich halt am Stream auch recht interessant finde, ist, oder praktisch finde, sagen wir es mal so, ihr müsst auch in dem Sinne nicht mehr die Schilder basteln und dergleichen. Könnt ihr einfach im Chat reinschreiben, hier so und so, das würde ich gerne wissen, da kann ich auch direkt live drauf antworten. Das ist eine ganz nette Angelegenheit, denke ich. So. Gehen wir ab zum Haus. Das Einzige, also was ich so ein bisschen ein Problem habe, ist, ich bin nicht so kreativ, was so die Inneneinrichtung angeht, ehrlich gesagt. Da könnte es ruhig ein bisschen kreativer noch sein. Wir machen mal Folgendes, wir speichern mal ganz kurz, sicherheitshalber, man weiß ja nie. Spielen aber natürlich weiter. So, ist die Musik jetzt eigentlich leiser geworden oder nicht? Hätte da mal gerne ein bisschen Feedback, was das angeht. So. Das geht ab. Kapau, kapau. Ab zum Haus. Ich meine, es gibt ja hier auch viele Ideen in dem Sinne. Das finde ich ganz toll. Ich habe doch... Genau, ich habe Kohle bekommen. So, eigentlich craften können ein paar Fackeln, damit es wieder ein bisschen heller wird hier. Ich vermute, dass deswegen auch die Zombies hier rummachen oder rumgemacht haben und die Explosionen stattgefunden haben. So, ja, das sieht auch im Grunde genommen schon mal ganz gut aus. Was die Wolllage angeht, sage ich mal. Obwohl, eigentlich kann ich ja hinten nicht mehr rum rausfallen. Da habe ich ja schon Glas und so weiter reingesetzt gehabt. Gucken, vielleicht kommen wir bis komplett hinten ran. Ja, schaffen wir. Das ist doch super. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt machen wir hier noch unten diese eine Sandsteinreihe machen wir weg. Was los? Also wenn es noch zu laut ist, dann könnt ihr es natürlich sagen. Habe ich kein Problem damit. Dann schaue ich, dass ich das korrigiere. Sage ich jetzt mal. Kann mir jemand Essen geben? Kommt drauf an, wer du bist. Natürlich kann ich dir Essen geben. Musst du einfach zu mir kommen. Dann gebe ich dir ein bisschen Essen. Upp. So, können wir eigentlich von hier unten noch besser machen, fast. Obwohl, nee, so viel besser ist es auch nicht. Na, da. Super, das hat geklappt. Schneeballschlag. Machen nämlich hier so die Wände und so weiter, die machen wir auch alle aus Sandstein. So dass es quasi wie so eine Art Rahmen dann aussieht aus Wolle. Das ist so der Plan von mir. Ich denke, das könnte ganz hübsch aussehen am Ende. Weiter, weiter, weiter.